Ja, wir haben jetzt heute Berichterstattung aus der Verhandlungskommission bekommen. Die Details des vorliegenden Tarifergebnisses wurden dargestellt, Fragen konnten geklärt werden, erste Einschätzungen wurden abgegeben und dafür hat sich jetzt die TAKO nochmal zusammengesammelt. Unsere Aufgabe wird es ja nun sein, mit eben diesem vorliegenden Ergebnis in die Belegschaft zu gehen und da eben nochmal Detailfragen zu klären und das Ergebnis natürlich auch im Detail vorzustellen. Aber die erste Einschätzung war also überwiegend positiv. Das ist auch meine ganz persönliche. Also ich würde sagen, angesichts dieser Rahmenbedingungen, dieser Umstände, dieser Zeitleiste, die wir uns gegeben haben, ist das ein ganz großartiges Ergebnis, was eben auch unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Verhandlungskommission da geschafft haben. Wir hatten eine Lohnforderung und wir hatten strategische Forderungen. Zur Lohnforderung haben wir bekommen 3% Lohnerhöhung mit einer Laufzeit von 15 Monaten, wogegen eine Forderung von 5% stand, also haben wir da schon ganz gut abgeschnitten. Die Erhöhung der Altersteilzeitquote haben wir uns durchgesetzt, hier von 4% auf 5%. Und dass die Abfindungssumme für die Kollegen, die mit Rentenabschlägen in Rente gehen, ist auch der Inflationsausgleich von 1% auf 2% erhöht worden. Ganz wichtig, die Forderung der Jugendtarifkommission, die kompletten vermögenswirksamen Leistungen für private Altersvorsorge zu tätigen, auch da haben wir uns durchgesetzt. Und nicht unwichtig, der Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung ist auch voll verlängert worden, voll durchgesetzt worden. Nur wenn wir mächtig sind, sage ich es mal mit meinen Worten, haben wir auch eine Chance, was im eigenen Betrieb zu bewegen. Jeder einzelne Kollege an sich ist für sich aufgeschmissen. Der wird für sich vielleicht mal einen 10-Euro-Schein aushandeln, aber grundsätzlich kann er alleine nichts verändern. Das geht nur in der Gemeinschaft. Und da sind wir in der IG Metall hervorragend organisiert und wir haben auch gute Konzepte, um dieses letztendlich umzusetzen. Ja, klar ist, solche Tarifergebnisse können wir immer nur mit stark organisierten Belegschaften durchsetzen. Das wird in naher Zukunft sicherlich auch immer wichtiger werden, als wir das bisher erlebt haben. Wir brauchen diese strategischen Tarifverträge, so nenne ich die immer, die weitreichende Regelungen herstellen, die häufig betrieblich gar nicht mehr durchsetzbar sind, aus verschiedensten Gründen. Und das kann eben nur funktionieren, wenn IG Metall auch in der Belegschaft vertreten ist. Und das bedeutet alle rein, die noch nicht drin sind, spätestens nach diesem Tarifergebnis.